Moin moin und hier sind wir wieder zurück bei unserem Technik Let's Play. So. Ja, also in der vorherigen Folge haben wir ja unseren Sklaven aufgestellt. Und ja, ihr seht es, ich habe hier etwas geändert. Ich habe hier noch vier Bäume gepflanzt. Hier noch ein paar Falltüren angebracht, damit das etwas besser ausschaut. Mal schauen, ob wir das hier so beibehalten oder nicht. Mir ist das irgendwie etwas zu viel auf einem Fleck. Mal schauen, vielleicht kommen die Bäume weg und wir pflanzen hier Blumen an. Denn so durch die Bäume sind hier unsere Schussanlagen auch nicht gerade in bester Position. So, wir gehen hier zu unseren Sklaven. Also ich habe schon gemerkt, da gibt es einen Bug oder einen Fehler sozusagen. Da hat schon jede Menge. Zwar seht ihr, er geht ein Stück runter. Und spawnt hier neu. Und das macht er die ganze Zeit. Die Bäume wachsen schön, aber er läuft nur die Runde. Keine Ahnung, wieso das so ist. Wenn man dann das Spiel neu startet oder mal rausgeht und neu ladet, das Save Game, arbeitet er normal weiter. Also das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen ab und zu mal einfach mit Escape aus dem Spiel rausgehen, das Save Game neu laden, dann macht er hier weiter. Ja, ich habe hier ringsrum noch freigeschaufelt, wie gesagt. Hier ist ein kleiner Unterstand gemacht. Hier kommen dann ein paar Chests, ein Crafting Table und so rein, dass wir vor Ort arbeiten können, falls wir hier noch was machen. Eben hier der Mineneingang. Ja, sonst habe ich nichts mehr gemacht eigentlich. Nee. Ich habe die UU-Meta abgeholt, das waren ziemlich viele. Ich glaube irgendwas bei die 25 oder so. Jetzt haben wir 63 schon mittlerweile. Mal hier. Ach ja, ich will. Etwas habe ich noch gemacht. Kein Uran da? Nee. Das habe ich hier ausgehöhlt und einen Schacht nach unten gebaut. Der geht bis auf Ebene 11 runter. Da habe ich da hinten auch ein wenig umbauen müssen. Wir sind ja auch schon auf Seite 2 angelangt. Das passt eh. Den habe ich erhöht auf 2 Sekunden, dass er langsamer geht. Eben hier hinten habe ich müssen ein Knie einbauen, also ein Umweg, weil wir hier ja den Schacht dazu gebaut haben. So. Wir bauen uns hier einen Elevator ein, also einen Aufzug. Den craften wir uns jetzt schon mal schnell. Also ein Elevator. So. Heißen wir jetzt noch einen Diamant nach. Das haben wir ja. Ein Diamanten. Zack, ein Redstone. Und der Rest war Iron, ne? Genau, viermal Elevator. Wir brauchen natürlich nur einen. Zack, hier rein. Die anderen drei können wir aufbewahren. Wir werden sie sicher öfters bauen. So, man stellt sie hier dann einfach auf. Rechtsklick auf den Boden und man sieht hier, wir sind den dritten Stock. Es gibt noch zwei andere Stöcke. Fahren mal den zweiten. Hier habe ich schön Fackeln, das habe ich mit dem Jetpack, bin ich immer runter und habe die Fackeln gesetzt. Ja, hier sind wir in der Mine, wo wir schon waren. Also hier ist dieser komische Abgang, was ich damals erzählt habe, wo ich mich rumbuddeln haben müssen. Das wollte ich nur mal zeigen. So, und wenn wir in 1 fahren, kommen wir auf Ebene 11 raus. Genau, das ist nicht mehr weit nach unten. Kommen wir hier raus, das ist auch natürlich unsere Mine schon, aber wir werden uns einfach hier in eine Richtung buddeln. Und einfach mal die Mine genau abgehen, denn wenn wir hier schauen, hier ist noch Zinn und so weiter. Weil hier, ach, Tungstenort braucht eh keiner. Weil hier oben waren wir noch nicht, da hinten. Ja, okay, da war ich schon. Na egal, wir buddeln uns da einfach runter. Damit wir hier eventuell auf Diamanten stoßen. Hier knistert es, na egal. So, dann fahren wir wieder ganz nach oben. Ich wollte eigentlich Fackeln links rechts machen, aber das ergibt ja nicht viel Sinn, deswegen... Naja. Wir sind auf einer Seite gemacht. So, wir bauen uns hier noch eine Tür rein.
Und das alles ein wenig besser ausschaut hier. So, genau. Zack, zack. Genau, das Jetpack und das habe ich aufgeladen alles, weil ich ja eben, wie gesagt, alles runtergebuddelt habe. So. Ach ja, einen Hund habe ich mir auch zugelegt. Füttern wir mal schnell. So. Das haben wir ganz fest lieber. Nie Platz, Platz. Ach Mensch, hier Platz. Bleib da oben sitzen. 12. Ja, wir haben schon wieder Nacht, wie klar. So. In dieser Folge machen wir noch etwas. Und zwar... Ja, wir fällen mal die Bäume. Das passt mir hier gar nicht. So, mal weg da. Das passt mir leider nicht. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ja, ihr habt den Hover-Mod drinnen, damit ich schneller rauflegen konnte. Da muss ich mir noch etwas überlegen, das passt mir gar nicht hier. Auch der Garten hier, da links, rechts, das ist alles so eng hier. Ich sage, wir reißen mal ab hier. Da machen wir einen schönen großen Garten. So, so. Das lassen wir jetzt noch wachsen oder sonst werden die Monster das alles zertreten oder so. Das soll nicht unsere Sorge sein. Zack, zack, zack. Genau. Schaut das ziemlich leer aus, aber ich denke, wir werden hier dann sozusagen einen Zaun herbauen. Dass wir sozusagen hier unseren Vorgarten haben. Ja, dann werde ich später noch einen weiteren Motor installieren. Da habe ich schon einen gefunden, den wir verwenden können. So, dann schauen wir gleich mal zu unserem Messfabrikate, was der so sagt. Der sagt nicht viel, außer 5 Ohmmeter. Also das mit der Nachtabschaltung funktioniert sehr gut. Das heißt, es wird Strom gespart und gleichzeitig kommt der mit dem Recycler schön nach. Da produziert er etwas mehr Scrap und wenn wir Dark haben, kann er die alle schnell raufliefern. Das passt hier spitze. So, schauen wir noch hier hin. So. Die da noch her. Ach Mensch, was wir hier Setzlinge haben, ne? Nicht gerade wenig. Und sonst da die Bretter noch aus. So, was bauen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten. Später mit Thermal Expansion an. Dazu brauchen wir aber Wildkraft Energie. So, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir mit Strom oder mit Öl. Ich würde eher mit Strom machen. Das heißt, wir brauchen... Mensch, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißen, ne? Ich glaube, Medium Electric Machine. Genau. Combustion Engine, einen Generator. Wir machen uns gleich zwei davon. Das heißt, zwei Generatoren. Ach, das weiß ich eh, wie die funktionieren. Zweimal das. Da brauchen wir zwei Maschinenblock. Einmal. Jetzt wird das Eisen ausgehen, ne? Ja, ich glaube, hier habe ich noch etwas. Ja, hier habe ich noch was. Und wir brauchen noch zweimal normale Öfen. Haben wir eigentlich nicht noch Öfen? Ne, die haben wir in Nether, ne? So, zwei Öfen. Dann können wir das da gleich reintun. So. Da schmeißen wir das gleich hier durch. So,
Das nehmen wir mit, das teilen wir hier auf. Den auch noch dazu. Eine Maschinenblock. Genau, dann Maschinenblock, Batterie, glaube ich, ja. Zwei Generatoren. Super, dann haben wir das schon mal. Danach brauchen wir Kompass, nämlich. Ach Mensch. So. Also wir haben doch hier einen Kolben. Wusste ich doch. Dann brauchen wir noch Eisen, haben wir. Eiserne Zahnräder. Ach Mensch. Das waren zwei, also brauchen wir vier. Oh Mensch, Mensch. So. Ach nee, zuerst Kabel, genau. 12, doch müsste sie ausgehen, ne? Viermal. So. Dann waren die hier, hier war Glas, hier war Eisen, oder? Genau. So, zwei Stück, ach ja. Wir haben nur zwei Stück und Bronze. Bronze, genau, so, so. Jawohl, dann haben wir die schon mal. Die tun wir gleich mal hier rein. So. Dann brauchen wir aber noch was, und zwar zu einem Wasser. Ich glaube, das heißt irgendwas mit Aqua. Genau, Aqua, irgendwas, Dingsbumster. Ach, mein Mensch, Mensch. Einen Eimer, den haben wir. Eimer. Maschinenblock Eisen, damit der Gold. Gold. Und Ecken Glas. Ein Stück. Den haben wir. Dann bauen wir Pneumatik irgendetwas. Zweimal in der Mitte Eisen. So, links, rechts war das. Dann mit der Eisen. Und zweimal Glas, genau. Aber der hier unten, das in der Mitte, der Eimer oben, links, rechts Glas, viel ich weiß, oder? Genau. Dann hätten wir den auch schon. So. Dazu brauchen wir natürlich auch Wasserpipes, das heißt, nimm hier mal ein paar Pipes. Ja, die Schleim nicht. Kaktus, 8 Stück. Ja, vorerst brauchen wir ja nicht viel. So. 8 mal Wasserpipes. Heißt, um die zu kühlen, um die. Die nehmen wir gleich wieder mit. Um die zu kühlen. So, das nächste brauchen wir noch Glaswasserkabeln. So, so, so. Dann brauchen wir Holzpipes. Mit jetzt dann oben drauf, 2 Stück. Und nochmal Redstone. Dann geht dann schon wieder der Redstone aus, ne? Dann muss ich nochmal meinen gehen. Machen wir 9 Stück. So, so. Da-da-da-dum. Gut. Das. So. Bauen wir das mal auf. Das heißt, wir brauchen noch Wasser. Und das dreimal Wasser. Für eine, ja, für ein Wasserbecken halt. Dum, 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 dum. Man könnte es auch hier reinstellen, teleportieren, will ich aber nicht. Ja, hier. Verdammt. So, wir nehmen gleich hier mal die Kakteen mit. Ach Mensch, halt die Klappe hier. So ein wenig Stachel so im Hintern, weißt du, das tut ja nicht so weh, Mensch. Sei nicht so ein Weichei hier. Rein da. So, dann.
Hier hin. Oh. Wie machen wir das? Tja, Strom haben wir ja. Gut. Ja, dann. Ich überlege mir, wie wir das machen und dann machen wir das in der nächsten Folge alles soweit komplett, dass das alles funktioniert. Und ja, dann machen wir das so. Also bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Ansehen.